Wenn du nur dieses eine Leben hast, was willst du tun mit dem Rest deiner Zeit? Saskia war so ein bisschen Gehirnwäsche vom Büro. Nach Hause musste ich immer U-Bahn fahren und ich bin so eine Rolltreppe runtergefahren. Und da hing genau am Ende der Rolltreppe unten hing halt das Plakat mit Saskia drauf. Und ich bin halt jeden Tag mit dieser Rolltreppe langsam auf dieses Plakat zugefahren. Und dann, als es darum ging, wen besetzen wir als Susu, war plötzlich halt so automatisch die Antwort halt da, Saskia Rosendahl. Aber ich kannte sie bis dahin gar nicht. Aber es war halt irgendwie so drin und es hat sich in meinem Kopf so gut angefühlt. Danny, dein Vater ist gestorben. Du musst jetzt nach Hause kommen. Danny ist hier. Das letzte Mal, als er hier war, haben Susu und ich gerade unser Abi gemacht. Das ist ewig her. Wenn man schreibt, erwachen irgendwann die Figuren zum Leben und irgendwann kennt man sie und muss aufpassen, dass man sie nicht für real hält. Aber dann, wenn halt Darsteller dazukommen und diese Figur plötzlich ausfüllen, dann kommt einfach ganz unvorhergesehen etwas Lebendiges dazu, was man gar nicht kalkulieren kann und entwickelt diese Figur nochmal weiter. Die Szene am See zum Beispiel war ein tolles Beispiel. Musste man nicht viel machen. Die haben einfach untereinander einfach angefangen zu interagieren. Und komplett in ihren Rollen drin. Und das war ganz schön zu beobachten. Das ist ein ganz toller Moment, sowas. Danny. Entscheid dich. Entweder du willst mich oder du gehst jetzt. Eine Aufgabe, die ich sehr gut kenne, ist, so Menschen, die am nah sind, gehen zu lassen. Jemanden gehen zu lassen. Aus Liebe, sozusagen. Das ist mir tatsächlich schon öfter passiert, dass ich so vor diese Aufgabe gestellt werde, jemandem Tschüss zu sagen, weil es gerade einfach gut ist. Warum tust du dir das an? Warst du ein Kind? Ja, ich meine, wie jung bist du? 26? Es war ja keine Absicht. Aber jetzt ist es halt so. Was mit deinem Job? Du wolltest Ärztin werden. Ich will eine Familie. Ich will nicht allein sein. Das war so natürlich und so wahr und so nah am Leben dran, dass wir gesagt haben, das ist ein Film, den müssen wir machen. Und das ist ein Film, den hätten wir mit 14, 15 angeschaut in der Nacht um 1 bis um 3 mit alle Werbungen durch und hätten auf die Schule geschissen. Alles ist viel schneller geworden. Wie läuft es eigentlich bei dir mit dem Studium? Keine Ahnung, Mann. Das Leben kann so kurz sein, das wissen wir beide doch am besten. Mann, in unserem Alter hatten unsere Eltern schon Kinder. Ich will mein Leben leben. Das will ich doch auch. Mit dir. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass man etwas geschafft hat, das man sich schon so lange vorgenommen hat. Dass man so einen großen Schritt geschafft hat in die Richtung, in die man halt gehen möchte. Ich hoffe, dass es lange anhalten wird. Ich bin mir sicher, dass vieles davon bleibt.